Crunch-Alarm bei Unter uns. Sexy Küsse hat Bela Klenze in seiner Soap-Rolle eindeutig genug. Uns hat der Frauenschwamm auch schon verraten, zwischen ihm und Neuzugang Sarah Storck knistert es gewaltig. Natürlich nur laut Drehbuch, oder Bela? Ich trenne das immer sehr klar zwischen Arbeit und Privat. Von daher habe ich mit dem Gedanken bisher gar nicht gespielt, ob sie mir auch im Privatleben gefallen könnte. Aber sie ist auf jeden Fall sehr attraktiv, gepflegt. Und das sind so die Grundvoraussetzungen, die es braucht, um mit jemandem gut arbeiten zu können. So, dann küsst der 24-Jährige wohl nicht jede Kollegin. Das gewisse Etwas muss sie demnach auch vor der Kamera haben. Also das ist mir immer sehr wichtig. Ich würde niemals ein Mädchen küssen in einer Serie, die nicht gepflegt ist oder nicht hübsch. Dann würde ich einfach kündigen. Sonst noch irgendwelche Ansprüche an Frauen, Bela? Wie sieht's denn privat aus? Wenn ein Mädchen da ist, die mir gefällt, ist mir ganz egal, was sie macht und wie die das macht. Wenn ich die mag, dann mag ich die und dann ist das okay. Na, vielleicht findet Bela dann ja bald auch seine wohlgemerkt gepflegte Traumfrau. Nee, oder? Sie haben doch nicht? Doch, sie haben Northwest, so nennen Kim Kardashian und Kanye West ihr Töchterchen. Ach du lieber Himmel, Himmelsrichtung. Der Name ist total schräg. Oder was sagen die Promis? Northwest? Aber das ist ein super Name, ne? Come on, Northwest West. Das arme Kind. Ich finde das ganz, ganz furchtbar. Northwest. Weiß nicht, das ist ja auch so ein bisschen, es kommt ein bisschen vor wie eine Verarsche, ne? Aber mal ehrlich, jetzt fehlt doch wohl auch noch eine kleine South im Hause West. Runde Sache, Sonja Kraus hat heute allen Grund zum Feiern. Oder eher nicht? Die Kesse-Moderatorin wird nämlich schon, aufgepasst, 40. Und schon Muffensausen? Ganz ehrlich, ich habe überhaupt keinen Schiss und ich hätte es wahrscheinlich auch irgendwie in meiner Wuscheligkeit fast verbummelt. Ja, aber mit der Zahl an sich, das ist natürlich grotesk. 40, das ist scheintot. Aber auf der anderen Seite, an mir fühlt sich nichts scheintot an. Das, liebe Sonja, hätten wir auch niemals vermutet. Jetzt aber mal raus mit der Sprache. Wird ordentlich gefeiert? Ich schlafe im Hotel, gehe vorher mit meinen schwulen Jungs richtig steil, mit ein paar Mädels auch noch, und dann falle ich in mein Hotelbett und ich schlafe aus. So, Schönheitsschlaf. Hat sie mit ihren 40 doch gar nicht nötig. Da könnte der Titel ihres neuen Films Ich einfach unverbesserlich 2 doch eher in Sonja unwiderstehlich geändert werden. Neon-Style passend zum Christopher Street Day, Franck Marté in Leucht- und Partylaune. Der schillernde Wedding-Planner setzt schon beim Rainbow Run im Mai ein Zeichen für mehr Toleranz und rennt farbenfroh und mit Regenbogenflagge quer durch Berlin. Alle Spielarten, alle Menschen sind da, existieren in dieser Gesellschaft und darum geht es. Es geht um diese Gleichberechtigung und da muss man einfach dann gezielt Zeichen setzen und dafür ist der CSD. Zeichen setzt der Hochzeitsplaner demnach auch heute zur 35. CSD-Parade und bestimmt lautet sein Motto dann wieder Neon stark.